Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenges und zwar dieses Mal The Pokémon Emerald nur mit einem Trassler. Und was soll ich sagen, Freunde, Trassler ist logischerweise schon einige Male vorgeschlagen worden, weil es wohl eines der beliebtesten Psycho-Pokémon aller Zeiten ist, beziehungsweise zumindest halt seine Entwicklung Gardevoir ist das. Und Trassler selber ist halt ein Psycho-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 198. Es sind nur 18 Punkte mehr als halt einfach Sonnkern, das schwächste Pokémon aller Zeiten. Es gibt nur wenige Pokémon, die so schwach sind und ich bin weder stark, noch schnell, noch halte ich was aus, es wird grausam werden. Und ich starte nicht mal mit einer Schadensattacke, also wirklich, einen schlimmeren Start kann man sich fast nicht ausdenken. Wie auch immer, seid gespannt, wie der Run so laufen wird. Und hier sind meine Regeln, das sind immer die ganz normalen Regeln, die ich halt immer mache bei meinen Smaragd-Challenges mit einem Pokémon, also nichts wirklich Besonderes. Und denkt auch bitte daran, dass ich ja mittlerweile regelmäßig livestreame und ich bin jetzt gerade auch wieder live, von daher stoßt gerne dazu. Und denkt auch bitte daran, halt diesen Kanal hier zu abonnieren, damit ihr halt nichts mehr verpasst. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, das nächste Abo-Special folgt in Kürze. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der heutigen Challenge. Und weitere Challenge-Vorschläge könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und wir beginnen natürlich auch dieses Mal mit der Wahl meines Starters. Und ich habe mich entschieden, hier Maike ein Gengar-Aba zu geben, damit sie halt später ein Reptile haben wird mit der Attacke Verfolgung. Und damit kann es mich sehr effektiv angreifen. Ich muss aber leider sagen, dass die Starterwahl hier für diesen Run keine so große Bedeutung hat. Und dann geht es auch schon los so ein bisschen mit dem ersten Kampf gegen Zickzacks, aber ich habe hier wie gesagt nur Heuler und starte halt einfach wirklich ohne Schadensattacke. Man kann diesen Kampf hier aber trotzdem nicht wirklich verlieren, weil Zickzacks einfach flieht, wenn es quasi kurz vorm Sieg steht. Das ist eine sehr merkwürdige Mechanik, die Game Freak hier einprogrammiert hat, damit Anfänger nicht verlieren können. Ich muss aber sagen, es spielt keine große Rolle, denn im schlimmsten Fall hätte ich wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Geld verloren, aber wie gesagt, Freunde, man kann ihn nicht verlieren. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Mia genannt, nach einer Zuschauerin. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter dem oben angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und ja, das große Problem war jetzt so ein bisschen, dass ich einfach eine Schadensattacke brauche, da ich sonst nicht anfangen kann, das Spiel zu spielen. Und es gibt dafür eigentlich nur eine Möglichkeit und zwar muss man einfach all sein Geld ausgeben für Tränke und dann muss man irgendwie panisch seine AP verbrauchen, am besten gegen Baumpel. Das Schöne ist aber, man braucht nur ein Level up, um halt einfach Konfusion zu bekommen. Weil das lernt man bereits auf Level 6 und es ist ja noch halbwegs human. Man muss also einfach alle AP für Heuler verbrauchen gegen Baumpel, sich zwischen den Kämpfen heilen, weil den Kämpfen ist es ja verboten. Und dann kann man irgendwann Verzweifler einsetzen gegen die Pokémon in der ersten Wiese, um halt einfach ein Level up in der ersten Wiese zu grinden. Und dann kann man theoretisch normal weiter trainieren, wenn man das unbedingt möchte. Es ist aber erstmal nicht zwangsweise notwendig. Denn die Attacke Konfusion ist gar nicht mal so übel und man hat sogar Step darauf. Und da ich selbst nicht trainieren wollte, habe ich Maike herausgefordert auf gerade mal Level 6, aber was zur Hölle soll die machen? Ihr Pokémon hat zu Beginn des Spiels halt noch keinen Step-Angriff, von daher macht die mir keinen Schaden und Konfusion ist relativ stabil. In ein paar Runden ist der Kampf entschieden und sie kann auf Level 5 einfach nichts gegen mich ausrichten. Und der deutlich schwierigere Kampf ist hier auf jeden Fall gegen den ersten Pflichttrainer auf der ersten richtigen Route, weil der hat leider ein verdammtes Pfiffchen und das ist ein großes Problem. Psychoangriffe haben keine Auswirkungen auf Unlicht-Pokémon. Und das bedeutet, sobald ich irgendein Pokémon besiegen muss hier im Early Game, das Unlicht ist, kann ich keinen Schaden machen, außer halt einfach mal wieder über Verzweifler. Und deswegen habe ich hier einfach haushoch verloren, obwohl ich nur gegen ein Pfiffchen kämpfen musste. Und das mag ich bei solchen Challenges. Manchmal können solche simplen Trainer hier absolut unmöglich sein. Ich habe also hochtrainiert bis auf Level 10, um so ein bisschen gewappnet zu sein gegen alle Pfiffchens, die ich noch treffe, auf meinem Weg zur ersten Arena. Weil ich wusste, da kommen noch so ein paar. Und auch in der Wiese können die auftauchen, von daher flieht am besten vor denen, die sind sehr nervig. Und dann habe ich meine AP verbraucht und einfach dieses Pfiffchen hier besiegen können. Das war dann kein großes Problem mehr. Und was ist dann passiert? Naja, im Wald kam mal wieder ein Pfiffchen von dem Team Aquarüpel, den man besiegen muss, denn der ist auch Pflicht und das ist Level 9. Ich war also sehr dankbar, dass ich trainiert hatte, ansonsten hätte ich dieses Pokémon wahrscheinlich einfach so mit Verzweifler nicht mal besiegen können. Als ich dann aber endlich in der Stadt der ersten Arena angekommen war, habe ich mir jetzt endlich mal das Item Flinklaue geholt, denn das ist wirklich wunderbar. Damit kann ich teilweise Pokémon outspeeden, für die ich eigentlich zu langsam wäre. Und das ist prima, weil Trassler, wie gesagt, nicht das schnellste Pokémon ist und es ist halt auch sehr fragil. Es ist also immer schön, wenn Trassler zuerst zuhauen kann, um halt einfach gefährliche Pokémon so ein bisschen aus dem Weg zu räumen, einfach durch reines RNG.
Und dann habe ich die Arena probiert. Und das ist halt die von Felicia. Und das ist eine Bodengesteinsarena. Was ja häufig so ist bei der ersten Arena. Aber Felicia ist leider besonders stark. Die ist wirklich sehr, sehr gemein. Ich würde fast sagen, das ist die stärkste erste Arena-Leiterin aus dem ganzen Franchise. Denn sie hat einfach drei Pokémon. Und zwar zwei Kleinsteins und ein Nasknet. Und sie hat bis zu zwei Tränke und noch eine Sinebeere auf dem Nasknet. Es ist mega böse. Und sie hat sogar Step-Gesteinsangriffe, die mein Trastler komplett zerstören. Ich kann gar nichts tun und werde sogar teilweise noch in meinen Werten gesenkt. Das ist nicht schön. Ich bin also wiedergekommen auf Level 20, um irgendwie eine Chance zu haben. Und das Ganze war immer noch unfassbar knapp. Ich meine, was soll ich machen? Ich kann halt einfach selber nur maximal mit Konfusion zum Beispiel angreifen. Und damit mache ich auch nicht die Weltschaden. Und wenn ich die Pokémon in eine blöde Range reinhaue, spammt sie, wie gesagt, ihre beiden Tränke und der Kampf hier zieht sich ewig. Und gerade in das Nasknet ist halt durchaus gefährlich. Wenn das Pokémon kritten sollte beispielsweise, kann ich schnell tot sein. Und es hält sich ja auch noch mit einer Beere. Es wundert mich jedes Mal wieder, wie stark Felicia hier eigentlich geraten ist, weil das ist schon krass für eine erste Arena. Aber gut, die ersten Arenaleiter in Smaragd sind eigentlich alle relativ stark. Und ja, als ich den Kampf dann gewonnen hatte, habe ich Level 21 erreicht und die Attacke Gedankengut erlernt, die es mir erlaubt, meinen Spezialangriff und meine Spezialverteidigung um jeweils eine Stufe zu steigern. Und es wird ein krasses Upgrade sein für die gesamte nächste Zeit. Dadurch, dass ich aber jetzt logischerweise überlevelt war, weil ich irgendwie panisch Felicia besiegen musste, war Michael leider kein Problem mehr. Es ist einfach fast immer so, dass Michael komplett outclassed wird von den Arenaleitern. Das wird wahrscheinlich immer so sein bei meinen Runs, weil Michael leider in Smaragd viel zu schwach geraten ist. Einige Leute fragen sich aber sicherlich schon bestimmt, wie die nächste Arena eigentlich laufen wird. Weil das ist die Kampfarena und da bin ich im Typenvorteil, weil Kampf hat Schwächepsycho. Aber Camillo ist halt nicht gerade schwach. Er hat ein Macholo, ein Mediti und ein sehr starkes Makuhita. Und ich kann euch hier nur Folgendes empfehlen. Macht einmal Calm Mind bei Macholo, fresst den Geowurf. Wenn er was anderes machen sollte, naja, habt ihr ein Problem teilweise. Und dann könnt ihr eigentlich ganz gut sweepen. Das Problem ist nur, dass Makuhita nicht zu unterschätzen ist. Und er kann auch teilweise Tränke bzw. Beere nutzen. Das macht das Ganze nicht einfacher. Dieser Kampf hier ist erstaunlich gefährlich auf diesem Level hier, weil ich nicht nochmal weiter gegrindet hatte oder so, denn ich wollte unbedingt wissen, ob ich es so schaffe. Und es ist tatsächlich knapp möglich, aber ich war im roten Bereich. Und als ich dann endlich Graviport City erreicht hatte, habe ich was bekommen, was mich sehr gefreut hat, und zwar die TM für Raub. Und das ist halt eine Unlichtattacke, die Traster lernen kann. Und damit kann ich jetzt endlich mal Unlicht-Pokémon richtig angreifen, was schön ist, weil ich direkt danach quasi gegen Kanivanas kämpfen musste und das sind Wasser-Unlicht-Pokémon. Das heißt, hätte ich hier nicht Raub bekommen, hätte ich den mal wieder besiegen müssen über Verzweifler und es wäre sehr nervig geworden, weil das zwei Kämpfe direkt nacheinander sind, ohne dass man sich heilen kann. Wie auch immer, hiermit war es jetzt geschenkt und ich hatte jetzt eine Möglichkeit, Unlicht-Pokémon auch mal anzugreifen. Und oberhalb von Graviport City hat dann auch mal wieder Maika auf mich gewartet und wollte ein Rematch. Und das war jetzt deutlich spannender als zuvor. Es gibt hier ein kleines Problem. Ihr erstes Pokémon ist halt Wingull. Und dagegen kann man nicht so prima setupen, weil es teilweise die ganze Zeit Superschall spammt. Und wenn ich verwirrt bin, ist das nervig. Es macht zwar wenig Schaden, aber das ist einfach kein tolles Matchup. Und selbst wenn ich hier zigmal Calm Mind spamme, bin ich immer noch zu schwach, um Reptine zu one-shotten. Das ist einfach nur traurig, ich hau dieses Pokémon nicht mal in den roten Bereich nach mehrfachem Setupen. Das ist kein gutes Zeichen, aber wie gesagt, die Basiswerte von Trastler sind auch einfach Bullshit. Dieses Pokémon ist nicht viel stärker als ein Sonnenkern. Aber okay, wenn Reptine mal besiegt ist, ist auch Schneckmark logischerweise kein großes Problem mehr, weil es einfach langsam ist und One-Shot ist. Danach kam aber auch schon direkt Walter und das ist halt die Elektro-Arena und die ist richtig, richtig schwer. Das Schöne ist aber, über Calm Mind, also Gedankengut, kann ich ja tatsächlich auch meine Spezialverteidigung steigern und ich dachte mir, eventuell ist es möglich hier, ein recht einfaches Setup rauszubekommen und ihn zu sweepen. Es gibt nur einen kleinen Haken, sein erstes Pokémon ist Voltoball und das ist ein bisschen nervig, das kann sich teilweise einfach sprengen, physisch, was gar nicht gut ist und es kann auch noch ein paar andere Attacken, die das Ganze etwas, naja, anstrengend machen, sagen wir es so. Und deswegen ist hier leider kein so krasses Setup möglich. Und sein drittes Pokémon ist Magneton und das resistiert einfach mal wieder all meine Angriffe, wie ihn gefühlt jede meiner Runs. Ich hasse dieses Pokémon und auch wenn ich hier Calm Mind ein paar Mal gesetupt habe, werde ich hier kein Damage machen auf so einem Level. Walter ist einfach viel zu krass und nach Magneton kommt sogar noch Voltenso.
Auf Level 31 hat sich das Blatt allerdings ein wenig gewendet und ich habe jetzt auch mal eine Amrena-Beere mitgenommen, um halt einmalig eine Paralyse zu heilen. Weil gerade dieses Paralysieren ist bei Walter immer sehr, sehr nervig. Wenn er mich allerdings paralysieren sollte, wirkt meine Fähigkeit Synchro und er wird auch paralysiert und er kann sich nicht heilen. Auf jeden Fall ein schöner Nebeneffekt. Nach 3x Core Mind kann man hier auch auf Level 31 dann das Magnetron two-shotten und dann ist dieser Kampf hier halbwegs möglich. Und selbst wenn man dann quasi schon angeschlagen und paralysiert vor Voltenso stehen sollte, hat dieses Pokémon einfach kein Out mehr. Was will es machen? Ich meine, spezielle Angriffe machen keinen Schaden mehr und deswegen ist dieses Pokémon einfach gebrochen und vegetiert vor sich hin, bis es besiegt ist. Der Kampf hier ist dann sehr gut möglich, aber dieses Level muss man halt erstmal erreichen, weil vorher ist Magneton gefühlt unbesiegbar. Und dann ging es auch schon los so ein bisschen mit dieser ganzen Team Aqua und Team Magma Story. Ihr kennt das ja mittlerweile und ich erwähne hier nur Kämpfe, die wirklich spannend sind. Und der erste Kampf gegen Mark hier ist sogar recht spannend. Und es gibt hier eine Sache, die sehr, sehr wichtig zu wissen ist. Man bekommt von Walter die TM-Schockwelle, die hier so praktisch ist, ist unfassbar. Denn das erste Pokémon von Mark ist halt einfach Magnein, was recht gut gelevelt ist, und das ist Unlicht. Wenn ich hier angreifen müsste mit Raub, wäre das einfach nur grausam. Mit Schockwelle ist es deutlich machbarer. Dieser Kampf hier ist trotzdem sehr knapp, aber wenn man das Ganze gut berechnet, kann man hier knapp überleben, auf so einem Level im roten Bereich, und dann sein Team so ein bisschen wegspeepen. Es ist schaffbar, aber eng. Wie auch immer, wenn man etwas konstanter haben möchte, kann man auch noch ein bisschen leveln, war aber für mich hier nicht notwendig. Der deutlich schwierigere Feuerkampf ist aber normalerweise gegen Flavia in Bad Lavastadt und das ist halt die Feuerarena. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man die erreichen kann, ohne Pflichtkämpfe, in ihrer Arena. Das war mir irgendwie nie bewusst. Ich habe bisher jedes Mal die ganzen Trainer bei ihr besiegt, weil ich irgendwie keinen Weg wusste hier durch, aber man kann sich hier alle Kämpfe sparen und das ist sehr angenehm. Somit werde ich mir auf jeden Fall in Zukunft sehr viel Zeit sparen. Wie auch immer, ich wollte Flavia mal herausfordern, noch einem gar nicht mal so hohen Level. Und es gibt hier einen kleinen Trick, und zwar sollte man einfach einmal Coin Mind setupen gegen Kamaup, damit man das dann one-shotten kann. Und dann kann man einfach gegen Schneckmark machen, was man möchte. Weil was zur Hölle soll Schneckmark bitte tun? Dieses Pokémon greift physisch einfach nicht richtig an. Es ist wirklich keine Gefahr. Und Coin Mind macht deine Verteidigung jede Runde etwas besser. Du kannst es setupen, so viel du möchtest. Und ihre restlichen Pokémon sind Kamerupt und halt einfach Kurtel. Und die sind beide langsam. Du kannst sie dann einfach wegsweepen, ohne irgendwelche Probleme. Flavia war mit die leichteste Arena im gesamten Run. Die war leichter als dann einfach Camillo. Was ein bisschen lächerlich ist, aber okay. Coin Mind ist einfach gegen sie das ultimative Out. Danach kam allerdings die normale Arena von meinem Vater. Und das ist Norman und das ist ein sehr starker Trainer. Weil das Problem ist leider, normale Attacken sind alle physisch in der dritten Generation. Und ich kann gegen physische Attacken so gut wie nichts tun und er hat unter anderem ein verdammtes Leta-King. Und wenn das mich einmal treffen sollte, mit dem seiner Basisstärke, bin ich einfach tot, das war mir bewusst und ich bin leider ziemlich langsam. Ich hatte bei diesem Gegner hier einen wirklich guten Versuch und zwar habe ich zunächst mal einmal Coin Mind gemacht gegen Pandir, hab's outspeedet und wurde dann verwirrt. Und dann habe ich quasi predicted, dass er in Heal Range ist. Hab dann also, als ich ihn einmal angegriffen hatte, danach nochmal Coin Mind gemacht. Die Verwirrung war weg und ich habe dann Pandir einfach so gewonshottet und war mit Full Life auf plus 2 gegen halt einfach den Rest seines Teams. Aber dann habe ich einfach gnadenlos Mundtier und Leta King outspeedet und absolut pulverisiert. Und ich wusste, auf so einem Level hier werde ich niemals gewinnen, weil ich Leta King einfach niemals tot bekommen werde. Weil dafür müsste ich es schon one-shotten oder so, über Flinklaw meinetwegen, aber das ist einfach nur unrealistisch. Auf Level 41 habe ich aber dann die Attacke Hypnose bekommen und damit kann ich halt teilweise zu 60% gegnerische Pokémon einschläfern und damit umso besser meinen Gedankengut-Setup rausbekommen. Das ist generell immer, gerade für Psycho-Pokémon, eine sehr schöne Situation, wenn die Hypnose und Gedankengut haben. Weil dann kann man teilweise ein so krasses Setup aufbauen, dass ganze Teams sehr leicht besiegbar werden. Und das Schöne ist jetzt sogar, dass ich Mundtier outspeede. Allerdings hat leider Leta King die Attacke Gähner und das ist gar nicht toll, weil dann schlafe ich leider später bei Geradax und das kann mich angreifen, wie es möchte. Aber ich hatte dann Gott sei Dank einen Run irgendwann, wo ich halt schnell aufgewacht bin und dann konnte ich Geradax auch noch gerade so wegsweepen im roten Bereich. Es war mal wieder ein sehr, sehr enger Fight, aber okay,
Ich habe ihn zumindest gewonnen. Aber ich muss sagen, ohne Leveln und vor allem ohne Hypnose hätte ich das Ganze nicht geschafft. Bevor man dann aber in der Story weitermacht, würde ich zunächst mal empfehlen, erstmal zu Walter zu gehen. Weil wenn man dem helfen sollte mit seinem Problem in Neu-Malvenfroh, bekommt man die TM für Donnerblitz. Und das ist halt einfach mal ein Elektroangriff, den man auch pushen kann, über halt Calm Mind, der deutlich, deutlich besser ist als Schockwelle und die Attacke wird prima sein für die 6. Arena, weil das ist eine Flugarena. Vorher muss man allerdings nochmal Maike besiegen, aber was soll ich sagen, Freunde, die ist natürlich mal wieder kein Problem. Es ist so traurig, aber sobald man Hypnose haben sollte und Calm Mind, kann die einpacken gehen. All ihre Pokémon sind One-Shot. Deutlich interessanter war auf jeden Fall der Kampf gegen Wiebke, weil ich habe ja mal wieder eine Sache dazugelernt, die auf jeden Fall in Zukunft für mich recht praktisch werden wird, aber lasst mich einfach erzählen. Ihr erstes Pokémon ist ein Wablu. Und ich wollte eigentlich dagegen setupen, weil es halt wirklich nicht gefährlich ist, aber es hat Abgesang. Und wenn es das machen sollte, bin ich tot, das ist klar. Ich muss es also entweder besiegen oder zum Rauswitschen zwingen. Und man kann hier Folgendes tun. Wenn Wablu schlafen sollte, wird Wiebke immer das Pokémon auswechseln. Denn Wablu hat eine Fähigkeit, die quasi Schlaf heilen kann, wenn sie es rauswitscht. Und deswegen hat Game Freak hier Wiebke eine ganz besondere KI gegeben, also eine KI-Fähigkeit, dass sie immer Wablu switcht, wenn sie kann, wenn sie damit quasi ein Statusproblem heilt. Und dann kommt immer das gute Tropius rein und dagegen kann man prima setupen. Das ist auf jeden Fall praktisch. Es ist immer wunderbar zu wissen, wie man da einfach KI-Gegner dazu zwingen kann, gewisse Pokémon reinzuswitchen, weil das könnte in Zukunft auf jeden Fall für einige Challenges sehr praktisch werden, wie auch immer. Dadurch war dieser Kampf hier sehr gut gewinnbar und ihre Pokémon konnten dann logischerweise mir nicht mehr viel entgegensetzen. Weil ich habe halt einfach dann meinen Boost auf meine Elektroattacke und die ist gegen die meisten Flug-Pokémon sehr effektiv. Und gegen die Pokémon, wo es neutral war, habe ich ja Psychokinese und das ist ein Step-Angriff mit richtig viel Base-Damage, also darauf kann ich mich verlassen. Leider waren die nächsten paar Kämpfe allerdings so ein bisschen langweilig und zwar waren es die Kämpfe gegen Maike und gegen Mark von Team Magma. Und die sind einfach beide in keinster Weise ernst zu nehmen. Maike hat auch mal wieder ein Tropius, gegen das ich prima setupen kann, ohne irgendwelche Probleme, also die ist dann geschenkt, weil alles von ihr One-Shot ist. Und Mark hat einfach ein sehr kleines Team. Ich verstehe bis heute nicht, warum Team Aqua und Team Magma hier so wenig Pokémon haben, also vor allem die Bosskämpfe, aber es ist leider so. Wer aber auf gar keinen Fall geschenkt ist, sind definitiv Ben und Svenja, wie in jedem Run. Weil man muss hier antreten mit nur einem richtigen Pokémon in einem Doppelkampf. Und das wird immer unfair sein in all meinen Challenges. Es ist so schlimm, gerade hier. Ich kann es kaum beschreiben. Ich habe einfach keine physische Verteidigung und Lepomentas macht jede Runde Erdbeben. Und ich habe dagegen gerade kein Out. Donnerblitz macht nichts gegen Lepomentas, weil es Boden ist. Und Psychokinese ist nicht sehr effektiv. Ich bin in einer Psycho-Arena mit einem Psycho-Pokémon, das physisch angegriffen wird in einem Doppelkampf. Das ist grausam. Und die haben 4 Pokémon. Und mein Partner ist ein sinnloses Carpador, weil ich logischerweise einen möglichst sinnlosen Partner haben möchte, um mir nichts zu schießen oder so. Dieses Matchup hier ist auf Level 48 nicht mal im Ansatz gewinnbar. Nicht mal so ein bisschen. Und ich habe mir dann quasi eine Attacke geholt, die so ein bisschen umstritten ist. Und zwar die Attacke Spukball. Weil das ist halt eine Geisterattacke, die Psycho-Pokémon sehr effektiv angreifen kann, aber die ist leider auch in der 3. Generation noch physisch gewesen. Und das ist Bullshit, weil ich es nicht boosten kann. Ich habe diese Arena dann quasi nochmal probiert, auf Level 70, nach einer ganze Menge Grinding und es war nach wie vor grausam. Ich habe aber ein paar Sachen bemerkt und zwar ist es halt möglich, alle Pokémon sehr gut zu bekämpfen mit Donnerblitz, außer Lepomentas. Mit Boosts kann man da wirklich sehr viel Schaden raushauen. Und es ist auch möglich, die beiden Pokémon von Ben und Svenja mit Hypnose, mit ein bisschen RNG auf Trab zu halten. Das ist auch vorstellbar. Und ich meine, das Carpador tankt ja auch zwangsweise einen Hit, dagegen kann ich ja nichts machen. Das heißt, ich habe ein wenig Zeit für Setup. Ich muss aber früher oder später ein paar Hits tanken und das kann ich auf Level 70 nicht. Meine Basiswerte sind einfach zu schlecht. Das ist sehr traurig, aber wie gesagt, Freunde, ich bin nicht viel stärker als Sonnenkern und das macht sich einfach bemerkbar. Das bedeutet, wenn ich ein, zwei Hits tanken muss, bin ich sehr schnell down. Und deswegen habe ich mich quasi hier entschieden, so ein bisschen auf Level 75 aufzuleveln und das Ganze nochmal zu probieren. Und dann war das Ganze schon etwas besser. Es waren dann einfach mehr Dinge möglich und zwar
konnte ich dann quasi ein bisschen Setup betreiben. Ich konnte Lepomentas rausnehmen über Spukball. Und die Gesteins-Pokémon von Ben und Svenja, also Lunastein und Sonnfill, die sind ja wie gesagt relativ anfällig gegen Donnerblitz, also das trifft neutral. Das macht es schon bemerkbar, gerade halt mit Calm Mind. Dieser Kampf hier ist nach wie vor sehr schwer und es ist auf jeden Fall die schwerste Arena des Spiels in fast jedem Challenge Run, aber auf Level 75 ist es zumindest möglich mit Trassler. Schlimme Arena, aber okay, immerhin habe ich es geschafft unter Level 80. Das ist schon wirklich ein Achievement, also das schafft nicht jedes Pokémon. Der Doppelkampf mit Troy im Raumfahrtzentrum war aber dann kein Problem, weil ich logischerweise komplett überlevelt war. Und dann ist dieser Kampf ja eigentlich immer ein Witz, aber okay, Ben und Svenja lassen ja auch nichts anderes zu. Bevor ich jetzt aber zur Liga konnte, musste ich zunächst mal noch die 8. Arena machen. Und das ist ja die Wasserarena von Juan. Und ich wusste natürlich, okay, ich habe Donnerblitz, das ist prima. Und ich habe Calm Mind und Wasserattacken sind ja alle speziell in der 3. Generation. Und deswegen hatte ich hier sehr große Hoffnung, zumal ich auch nach wie vor so ein bisschen überlevelt war. Ich muss hier aber eine Sache auf jeden Fall euch empfehlen. Macht kein Setup gegen Libiskus. Es nervt einfach nur. Macht das Setup bei Krebutak, ihr habt dort alle Zeit der Welt und dann ist dieser Kampf hier absolut kein Problem. Aber sich irgendwie hier diese Verwirrung die ganze Zeit zu geben, ist nervtötend. Ich finde Libiskus wirklich anstrengend, aber okay, es hält ja auch nichts aus. Die Arena ist mega einfach, weil man hier auf so einem krassen Level antritt wegen Ben und Svenja. Juan kann gar nichts tun. Und der letzte Kampf, der jetzt noch wartet vor der Liga, war der Kampf gegen Heiko. Und das ist so ein bisschen der finale Rivalenkampf, könnte man sagen. Und er hat ein echt gutes Team. Es gibt aber hier mal wieder ein kleines Phänomen. Er hat halt einfach, naja, die Wipke-Mechanik. Wenn man sein Altaria einschläfern sollte, will es immer switchen. Das kann man predikten. Kann halt einfach einmal Call Mind setupen und dann sein Team sweepen, weil dieser eine Boost einfach krass ausreicht, das ist wirklich genug. Das ist so angenehm, ich muss sagen, ich will mir das echt mal aufschreiben, weil ganz ehrlich, zu wissen, dass der Gegner safe austauscht, bei gewissen Aktionen ist immer gut für Challenges. Und so konnte ich hier Heiko ziemlich krass cheesen, er hatte einfach keine Chance mehr. Und die Pokémon, wo ich mir gedacht habe, okay, die könnten was überleben, habe ich einfach wieder eingeschläfert und da war das Ganze sehr gut möglich. Denn besonders gefährlich waren logischerweise das Magneton und auch das Galibior. Und nachdem dieser Kampf hier so gut lief, habe ich mich dann entschieden, bei der Liga anzutreten auf gerade mal Level 77. Ich weiß, das ist gar nicht mal so viel, Freunde, aber was soll ich sagen? Ich habe halt Calm Mind. Und damit ist einiges möglich und ich wusste, Vasili hat halt auch ein Wasserteam, aber seht einfach selber. Der erste Kampf ist gegen Ulrich und das ist halt ein Unlichttrainer. Und es hört sich zunächst mal richtig schlimm an, aber ganz ehrlich, Freunde, man kann hier einfach so sein Magnein einschläfern, dann dagegen setupen und dann kann man so ein bisschen sein Team sweepen, aber mit Wahrscheinlichkeit im Laufe des Kampfes eine Grimasse fressen und langsamer sein. Das ist aber vollkommen irrelevant. Gegen Tengulis kann man einfach so eine Anti-Verwirrungsbeere mitnehmen und das quasi countern so ein bisschen. Und Krebutak und Absol machen immer erstmal Schwertanz, das bedeutet, bevor die sich wehren, sind die schon tot. Man hat also wirklich endlos viel Zeit. Und nur Tuska ist auch keine große Gefahr. Und deswegen ist Ulrich tatsächlich hier gar keine Bedrohung, obwohl er ein Undichtteam hat, gegen ein kleines Psycho-Pokémon. Bisschen lächerlich, aber okay, Calm Mind regelt hier einfach. Da ist der Kampf gegen Antonia schon mal deutlich schwieriger. Weil das ist die Geisttrainerin und ich habe Schwächegeist. Und fast alle ihre Pokémon haben Spukball. Wenn mich ein Manette von ihr treffen sollte damit, bin ich One-Shot. Ich bin einfach so One-Shot und die Attacke ist physisch und geht deswegen komplett vorbei an meinem Setup mit Calm Mind. Das ist bitter. Ich kann diese Pokémon zwar outspeeden, aber ich muss sie One-Shotten. Das Schöne ist aber, dass sie erste Zwirklopp gerne mal tausendfach Schutzschild spammt. Und dann habe ich richtig viel Zeit. Wenn ich mir aber zu viel Zeit lasse, kann ich auch verflucht werden und sterbe dann daran. Dieser Kampf ist echt verdammt nervig in vielen Challenge Runs, aber hier geht's noch halbwegs, ich habe Schlimmeres gesehen. Zumindest kann man dann halt ihr Team wegsweepen. Was mich aber überrascht hat, war, dass Tobias gar nicht mal so gefährlich war, also das habe ich irgendwie als gefährlicher eingestuft. Das war aber tatsächlich keine allzu große Bedrohung. Der nächste Kampf gegen Frosina ist aber deutlich leichter, weil was zur Hölle soll die tun? Das ist eine Wassereistrainerin und alle ihre Angriffe sind speziell. Und drei ihrer Pokémon gehören quasi zur Valreiser-Linie und haben deswegen Schwäche Elektro. Leichter geht es gefühlt gar nicht.
Ihr erstes Pokémon ist ein Sejong und es ist unfassbar langsam und macht gar keinen Damage. Ich kann das setupen, wie ich möchte. Und selbst für Nontor beispielsweise kann ich outspeeden. Fusina kann wirklich gar nichts tun und wird an der Tour weggesweept. Wirklich ein geschenkter Kampf. Der Kampf gegen Dragan ist allerdings furchtbar, weil dieser Kampf hier ist reines RNG. Klar ist es gar kein Problem, gegen Draschel Setup aufzubauen. Das ist wirklich kein Ding, weil es spammt die ganze Zeit Schutzschild. Aber Freunde, es macht auch teilweise Felsgrab und senkt meine Init. Und es ist ja sowieso schon so, dass die Beldra und Brutalanda mich outspeeden. Aber wenn meine Init noch weiter runter geht, outspeeden mich auch Altaria und Zedraking. Und wenn die mich alle outspeeden, bin ich tot. Aber selbst die Beldra und Brutalanda reichen schon, um mich umzubringen. Ich bin darauf angewiesen, entweder eine Flinkklaue zu spielen, um die halt einfach zu outspeeden und zu one-shotten mit Setup, oder ich muss Glück haben und Brutalanda muss beispielsweise missen. Ich habe mich dann entschieden, eine Zitrobeere zu spielen und darauf zu hoffen, einfach zu überleben gegen Brutalanda. Und bei diesem Testversuch hat es einfach gemisst. Es war ein bisschen lucky, aber okay, ich konnte dann gewinnen, aber durch reinen Skill kann man hier nicht wirklich siegen. Es ist ein weirder Kampf, man ist einfach zu langsam, um mit diesen Drachen mitzuhalten, aber okay, immerhin konnte ich dann siegen auf diesem Level hier und musste nicht weiter grinden oder so. Die Frage ist jetzt nur so ein bisschen, ob ich auch so ein Setup hier aufbauen kann gegen Vasili. Denn das ist der Wasser-Champ und ich habe ja Donnerblitz und Calm Mind, also ein besseres Matchup kann ich eigentlich nicht haben. Das Problem ist nur, Vasili ist unfassbar krass gelevelt und er hat 6 sehr starke Pokémon. Sein erstes Pokémon ist hier Wailord und ich wollte zunächst mal zweimal mich boosten. Das war so ein bisschen mein Kerngedanke. Und so kann ich auch ganz gut theoretisch gegen sein Team vorgehen. Der Grund, warum ich hier nicht quasi dreimal mich geboostet habe, war halt einfach, dass ich das Ganze nicht konstant rausbekommen habe. Hypnose trifft nicht immer und Vaidot schläft einfach nicht lange. Es ist furchtbar. Ich hatte so grausames RNG, es war absolut zum Kotzen. Man muss hier auf jeden Fall bedenken, dass kein Regentanz draußen sein darf, weil ansonsten outspeedet mich Kapaloris und macht halt deutlich mehr Stress. Und man sollte gegen Kapaloris generell einfach Donnerblitz einsetzen und nicht Psychokinese, weil es sonst in Heal-Range kommt und dann wird es das Ganze nicht besser machen, also achtet darauf. Wie auch immer, ich war dann irgendwann bei seinem letzten Pokémon angekommen, bei Milotic, und es hat sich plötzlich ein Speedtail herausgestellt und es hat mich besiegt. ETF. Ich habe also meine Taktik so ein bisschen geändert. Und ja, dann habe ich eine Taktik gemacht, die wirklich etwas weird war, und zwar habe ich mich erstmal einmal geboostet, den Regentanz so ein bisschen hingenommen, von dann einfach dem Wailord, ist dann eingeschläfert, mich noch zweimal geboostet und dann war ich stark genug einfach, alles zu one-shotten, was halt Vasili hatte. Ansonsten wäre der Kampf hier kaum möglich gewesen. Es war wirklich eine knappe Kiste, weil, naja, es ist riskant, das Wailord auch machen zu lassen, ne? Weil es geht nicht immer auf Regentanz. Es ist ein weirder Kampf, aber ich habe selten gesehen, dass ich einfach so knapp vom Champ-Titel so ein random Speed-Tie kassiere und so knapp verliere, also der vorherige Lose war schon sehr, sehr frustrierend. Das Schöne ist aber, dass dieser Sieg hier genau ein Versuch war nach meinem Speedtail-Lose gegen Milotic, also ich musste da nicht lange auf meinen Champ-Titel warten. Wie auch immer, lustiges Finale, aber mit diesem Dreifach-Setup war Draster stark genug, um Vasili aufzuhalten. Das Problem ist nur, Freunde, das reicht mir logischerweise nicht. Ich will auch gegen Troy kämpfen und gerade weil ich hier unter Level 80 die Liga gewonnen habe, war ich sehr gespannt, was für ein Level ich brauchen werde, um Troy zu besiegen. Ich dachte mir, vielleicht habe ich eine Chance, das Ganze zu schaffen, auf unter Level 100. Was für ein Pokémon mit einer Basiswertsumme von unter 200 schon sehr, sehr insane ist, weil Troy sehr stark ist. Aber okay, ich wollte es mal probieren, wie bei den meisten meiner Challenges. Und deswegen habe ich einfach mal alles versucht, was so möglich war. Ich musste aber leider feststellen, dass ich hier keine Erholung spielen kann, weil ich keinen Platz habe in meinem Moveset. Weil ich wegen Lepomentas leider Psychokinese und Donnerblitz brauchen werde. Bisschen bitter, aber okay, ich musste es so lösen. Das erste Pokémon von Troy ist ein Panzereron. Und das ist an sich wunderbar, weil das ist langsam, das kann ich einschläfern und es hat Schwäche Elektro. Das bedeutet, wenn ich es irgendwann weghaben möchte und meinen Sweep starten möchte, ist das schon mal kein Problem, also das knickt einfach rein. Das Ding ist aber, ich bin nicht gerade stark und ich bin nicht gut gelevelt. Und ich bin langsam. Und wenn mich irgendwann so ein Pokémon wie Metagross outspeeden sollte, bin ich einfach tot. Ich bin einfach tot.
Und ich kann das auch nicht irgendwie aufhalten. Selbst wenn ich jetzt beispielsweise Flingklaue spielen sollte. Ich werde auf Dauer Probleme kriegen, wenn ich nichts killen kann auf meinem Level. Also, ja, es ist schwierig. Mir war klar, ich muss hier wahrscheinlich ein bisschen mehr leveln. Ich bin also hochgegangen bis auf Level 90. Und das Ganze war trotzdem sehr, sehr kritisch. Klar, ich kann nach wie vor ein sehr gutes Setup aufbauen gegen Panzer Aeron. Das ist kein großes Problem. Aber ich mache immer noch keinen Damage. Wirklich nicht. Ich kann weder Velie noch Metagross besiegen. Ich kann zwar jetzt outspeeden, aber wenn ich es nicht besiegen kann, ist es schlimm. Wenn man mich dieses Pokémon physisch angreifen sollte, sieht es sehr, sehr bitter aus für mich. Also wirklich sehr, sehr bitter. Wie auch immer, es hat eine Fullpara bekommen. Man kann wohl auch mal Glück haben. Das war auf jeden Fall sehr lucky. Und das Velie geht gerne auf Herr Wurzler. Und das Schöne ist, am Rest vom Team, vom guten Troy, dass wirklich alles langsam ist. Man kann dann alles outspeeden und die Verteidigungswerte könnten auch besser sein in der Spezialverteidigung. Troy ist nicht immer so schlimm, wie man denkt. Und ich habe es geschafft, ihn mit Truster zu gewinnen. Auf gerade mal Level 90. Das ist echt gar nicht mal so viel für so einen ultimativen Endboss mit einem Pokémon mit einer Basiswertsumme von unter 200. Aber ich würde sagen, das war's doch schon mit der heutigen Challenge. Ich muss sagen, ich hatte mit Trastler sehr viel Spaß. Es war interessant. Es gab einige Arenen, die wirklich ein großes Problem waren. Bestes Beispiel Norman. Das war einfach sehr bitter. Und Ben und Svenja waren logischerweise mal wieder dieser andere Roadblock. Aber okay, wir konnten irgendwann siegen. Und dass wir Troy besiegen konnten über halt einfach so ein Calm Mind Hypnose-Setup auf so einem noch relativ humanen Level, hat mich gefreut. Aber gut. Weitere Challenge-Ideen, die ihr immer gerne sehen wollt, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und da würde ich sagen, Freunde, denkt auch bitte daran, dass ich regelmäßig live streame auf Twitch. Und ich bin jetzt auch gerade mal wieder online, von daher kommt gerne dazu. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, denkt auch bitte daran halt, diesen Kanal hier zu abonnieren. Und ja, bald kommt auch mal wieder ein Abonnenten-Special. Ich arbeite bereits daran, von daher seid gespannt, was da kommen wird. Und bei 40.000 kommt dann direkt noch eins. Also mal sehen, wie wir das erreichen werden. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.